Ich glaube, er zweifelt die Zahl an, Sebastian. Also wir haben gehört, noch nie so hart geschossen. Ich habe überhaupt noch nicht gesehen, dass sie mit rechts geschossen haben. Nein, Quatsch beiseite. 93 km/h? Und hier auf der Anzeige stand was? Ich habe 104 gelesen, ja. Also sie können auch mit rechts Tore schießen. Wir haben eben natürlich schon geflaxt, überhaupt mit rechts schießen. Wollen wir das Tor direkt mal anschauen, wenn wir schon drüber sprechen. Also er kann links wie rechts. Wie ist dieses Tor aus Ihrer Sicht entstanden? Sie haben ja da so ein bisschen gelauert im Grunde genommen. Ja, nee, das ist gelauert. Das Problem ist, wenn ich nicht da stehen würde, würde es Ärger vom Trainer geben, weil der von uns verlangt, dass wir nachrücken, auch als Sechser, dass wir näher, er nennt es Rebound, dass wir die Rebounds da holen. Und deswegen bin ich auf Verdacht mitgelaufen, und um den Konter wegzufressen, falls was wegkommt. Aber ja, der Ball fällt gut und ja, ich habe ihn super getroffen. Absolut. Herzlichen Glückwunsch nochmal zu diesem Treffer. Sebastian Hellmann und die Crew im Studio haben es eben auch angesprochen. Also während beim Pokalfinale Demütigung auf die Tribüne, man hat immer atmosphärische Störungen dahinter vermutet. Jetzt sind Sie bei Bosch gesetzt. Müssen Sie sich manchmal schütteln oder zwicken? Nein. Es macht auch gar keinen Sinn, über die Vergangenheit zu reden. Ich stand jetzt im Sommer wirklich an einem Punkt, wo es für mich richtungsweisend war, wie meine Karriere läuft. Ich werde jetzt 29 und für mich war es wichtig, aus dem, was letztes Jahr passiert ist, die richtigen Schlüsse zu ziehen. Und ja, ich hatte einen sehr, sehr guten... Also war für Sie wichtig, wer Trainer wird? Ah, was heißt, wer Trainer wird? Mir ist wichtig, dass ich gebraucht werde und Ich will nicht der Beste sein, ich will nicht der Wichtigste sein, ich will nur Teil der Borussia Dortmund-Familie sein und meine Leistung bringen. Und ja, hatte auch ein Gespräch dann mit dem Verein und auch mit dem neuen Trainer. Und danach hieß es für mich arbeiten, arbeiten, arbeiten und es genießen. Und die Vorbereitung lief für mich gut. Ich habe, glaube ich, keine Einheit verpasst. Das war für mich und für meinen Körper sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt sieht man das, glaube ich, auch auf dem Platz, dass ich mein Niveau wieder erreicht habe. Und ich muss jetzt weiter so machen. Dankeschön, herzlichen Glückwunsch. Heute war ein guter Start. Danke.